Hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder bei Dark Quest. Wir spielen das letzte jetzt verfügbare neue Level der Kampagne. Und zwar Escaping the Palace. Having found a way out of the king's room, you now find yourself in a small room, of which you must find a way to the exit. Elder. Yes. Ja. Wieder mal so eine Drei-Personen-Geschichte. Also Rainer ins Bordell habe ich schon alle drei geschickt. Das habe ich auf Screen gemacht. Das sollt ihr nicht zugucken, das ist in ihrer Privatsphäre. Die stehen nicht so auf Zuschauer. Vor allem unser Holy Knight, der war nämlich mal ein Mann. So, ziemlich unfair hier, wird gleich startet. Und nehmen wir den, den wir am meisten opfern können, den Holy Knight. Schubst, grüß dich. Schubst das. So, der Zwerg geht hier noch. Wir haben hier unten nichts verstanden. Ja, tatsächlich gibt es hier nichts zu. War nur ein kleiner Kampfgebiet. Also Gold gibt es natürlich zu holen. So ist ja noch nicht. Aber jetzt ist wieder nur abgestorben. Also Platin tut man nicht wirklich. Kümmern fünf. Also entweder muss man einbauen, wo man das Geld irgendwie besser verwenden kann für irgendwas. Oder man musste Geld als Ressource knapper machen, weil so ist das irgendwie sinnlos. So, hauen wir den mal. So, die Tür ist eine Falle. Wenn man die berühren, gibt es unendlich Pfeile. Also jede, für jede Berührung gibt es einen Lebenabzug. Kann man dann so oft machen, bis man tot ist. Witzigerweise. Hier vergessen die Falle einzuzeichnen, das fällt mir gerade auf. Hier wird glaube ich auch nämlich irgendein Gegner dran. Ja. Naja, nicht schlecht. So, wir gehen trotzdem mal hier lang. Hier ist nur eine Flasche zu holen. Für den Zwerg ist er dann schon wieder aufsammeln. So, die ist ebenfalls eine Falle, die Tür. Und, nee. Da ist nämlich eine Falle hier. Okay. Ja, vielleicht wurde er dann geheilt. Holy Pressure. Na super. Hat sich mir nicht sehr gelohnt. Wie gesagt, hier geht's nicht durch. Hier gibt's nur die Flasche zu holen für die Leute, die sie haben wollen. Ich sammle sie halt auf. Und ich will es auch zeigen im Let's Play natürlich. Brauchen tun wir sie nicht. Wie gesagt, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass man die nicht, dass die Flaschen, wenn man die aufgesammelt hat, dass sie dann weg sind. Würde irgendwie die Sache ein bisschen verschönern, wenn man sich überlegen müsste, wo skillt man hin und so weiter. Anstatt dass man ein Level einfach nur x-mal spielen kann. Aber egal, so. Da ist eine Falle. Da ist eine Falle. Schauen wir uns die Gegner auf den Fall hilft, aber der weiß ja, wo sie sind. Der hat sie ja schließlich vermutlich aufgebaut. Ja,
Wir sind da oben, müssen noch hin. Und hier spielt es keine Rolle, die beiden Türen führen in demselben Raum. Einsammeln. Und weiter jetzt. Wieder mal ein kleiner Fight für die Menschheit. So, was denn auf meiner Karte scrollen? Da war ja immer Richtung Norden hin, ist die leider irgendwann erschöpft. So, hier drin ist nur ein Gegner und eine Truhe, die irgendwo auch ein Gegner ist. Drin ist die Tür ist nicht zu öffnen, geht nicht. Die sollen nur anlocken zu den Schützen. Hier sind allerdings auch noch zwei Fallen. Der einzige Weg, der sinnvoll ist, ist dieser hier. Der führt auch hier, das führt alle zum Schluss in denselben Raum. Nicht gleich am Anfang. Erkläre ich euch gleich. So. Kopfhörer hoch, sehr oft. Okay. Was ist das? So, der zweite Weg, der da eben gewesen wäre, der hätte auch in diesen Raum, in den wir jetzt kommen, geführt. Dann wären wir bis von der anderen Seite da reingekommen. Und zwar wären wir dann hier durchgekommen. So. Hier aufmacht, da ist auch ein Gegner drin. Ja. Deswegen lasse ich den lieber. Dafür lohnt sich hier, nämlich eine Kraftwerk. Wie gesagt, hier ist noch ein Gegner. Hier ist dann die der Ort, wo wir hin müssen, nämlich die Secret Passage. So. Wo kommen wir denn hier raus? Hier ist Kreignerfalle. So, wer sie gefragt hat, wo wir zu diesen Bogenschützen kommen, die ja auch nur Magic Pot neben sich hatten, der darf sich jetzt freuen. Mit ihm. Und dann sind wir fast schon wieder durch. Ja, der Endgegner kommt noch. Wonderful, splendid. Und zwar der da. Nicht mal eine Falle vor, hat mich verwundert. Und ein bisschen Deko wahrscheinlich der Gegner. Gut. Das kommt nochmal so ein richtig schöner Fallenraum. Und zwar hier. Falle, 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 Falle. Nur die ist richtig. So, das war's dann auch schon wieder. Dann sind wir hier raus. Das war leider erstmal wieder das letzte Level. Vielleicht gibt's noch ein paar Fan-Level oder ein Update, wo es weitergeht. Bin schon wieder traurig, dass man schon wieder so weit durch ist. Aber, naja, hat ja trotzdem Spaß gemacht. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Achso, die Karte natürlich noch.
So, hier haben wir gestartet. Dann kann man den Raum mit den Fässern, wo die ganzen Bogenschützen waren, sind hier rüber. Dann hier hoch und zu der Flasche. Sind dann weiter nach oben in den Raum mit dem Tisch hier in der Mitte. Dann nach oben, hier der Raum, den habe ich nicht betreten, wie ich euch ja sagte. Da sind wir hier nach rechts, haben hier die drei Hummelbox und sind hier durch die Tür, durch die Secret Passage hier rausgekommen. Haben hier die zwei Bogenschützen erledigt, die Flasche genommen. Hier den Gegner und sind dann raus. So, bis zum nächsten Mal, euer Nobby.